Ja, hier auf dem Europaparteitag der NPD ist es mir gelungen, Frank Franz abzufangen. Erstmal vielen Dank für die Bereitschaft, dass wir hier nochmal ein Gespräch führen. Und ja, die ersten Spitzenkandidaten und weitere Kandidaten für die NPD sind ja gewählt worden. Udo Vogt wurde auch auf Platz 1 wiedergewählt. Ja. Ja, wie ist die Lage? Also ich bin bisher mit dem Parteitag sehr zufrieden. Udo Vogt war ja auch unser Wunschkandidat auf Platz 1. Wir sind der Ansicht, dass der Kamerad Vogt in den letzten 5 Jahren eine sehr gute Arbeit für uns, für die NPD, für Deutschland im Europaparlament geleistet hat. Und deswegen ist es nur folgerichtig, dass ihn die Delegierten heute wiederum auf Platz 1 gewählt haben, damit er, sofern wir nächstes Jahr das Vertrauen unserer Landsleute gewinnen, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, uns also weitere 5 Jahre in Brüssel und Straßburg vertreten kann. Jetzt gab es ja einige Schwierigkeiten in der letzten Zeit, das muss man auch mal ansprechen. Es ist viel geschehen in den letzten 4, 5 Jahren, das ist Verbotsverfahren. Ja. Es wurde stark auf uns eingetrommelt. Wie stehen wir momentan da? Wir haben momentan, das ist richtig angesprochen, unsere Problemchen, was Wahlen angeht. Das kann man auch nicht wegdiskutieren oder schönreden. Die AfD ist ein erheblicher Konkurrent und auch wahrscheinlich unser größter Konkurrent. Wir kämpfen also nicht gegen den eigentlichen politischen Gegner wie SPD, Grüne und Linke, sondern das Problem liegt durchaus tatsächlich auch in der sogenannten Alternative, weil sie sich am Ende auch nicht wirklich positioniert. Sie bietet eine Projektionsfläche für jeden, der irgendwie denkt, dass er Patriot ist. Sie positioniert sich aber nicht klar, weder in der Frage der Sozialpolitik noch in der Migrationspolitik. Da ist oft die Rede davon, man muss die Schotten dicht machen. Dann wird wieder gesagt, wir müssen Migration nur irgendwie besser organisieren. Und sie bedient einfach alles, was irgendwie rechts der Union so rumwuselt. Wir haben da eine klare Position. Wir sagen, Migration muss nicht irgendwie besser organisiert werden, sondern die Migration nach Deutschland muss gestoppt werden. Das Boot ist mehr als voll. Wir lesen täglich in den deutschen Leitmedien von Übergriffen, von Vergewaltigungen, von Tötungen. Und irgendwo muss jemand, der politische Verantwortung trägt, sagen, hier ist Schluss. Und da geht es eben nicht darum, diese Gefahren aus dem Ausland nur irgendwie besser zu organisieren, sondern die muss gestoppt werden. Dafür steht die NPD. Es gibt etliche andere Punkte, die uns klar von der AfD abgrenzen. Das Problem ist, diese Feinheiten, diese politischen Feinheiten an unsere Landsleute zu transportieren. Man will eben bei den Gewinnern sein. Die AfD ist im Moment auf einem Erfolgskurs, wird auch von den Medien getragen. Und trotzdem liegt es an uns, die Unterschiede herauszuarbeiten und zu zeigen, dass wir am Ende die nationale Opposition sind, die es ernst und auch richtig meint. Was heißt denn sozial geht nur national, gerade in Bezug auf die AfD? Sozial geht nur national heißt schlicht und ergreifend zunächst einmal, dass ein Sozialstaat nur in einem homogenen Nationalstaat machbar ist. Das heißt, oder Solidarität heißt natürlich Gemeinschaft. Und Gemeinschaft muss sich irgendwie ausdrücken. Gemeinschaft kann natürlich in diesem Sinne nur die Gemeinschaft des deutschen Volkes sein. Das kann keine Gesellschaft sein, weil man sich auch nur mit dem identifiziert und sich mit dem solidarisiert, der einem nahesteht. Wenn man eine zusammengewürfelte Gesellschaft hat, dann hat man dieses Nahestehen nicht, weil das eben nicht mein Landsmann ist. Ja, das ist irgendjemand, der auch in irgendeinem Staat lebt. Und deswegen wollen wir zur Volksgemeinschaft und sagen, dass nur innerhalb dieser Volksgemeinschaft auch nur eine Solidargemeinschaft, eben auch nur ein echter Sozialstaat machbar ist. Ist jetzt dieser UN-Migrationspakt, ist das die letzte Zuckung des Merkel-Regimes? Mir wurde zugetragen, das sei letzten Endes eine verdeckte Planung genau dieser Merkel-Regierung. Ja, also das Problem ist ja, Merkel sagt natürlich, dieser UN-Migrationspakt, der ist unverbindlich und der regelt ohnehin nur Dinge, die in Deutschland ohnehin schon praktiziert werden. Der Punkt ist aber, es hat ja seinen Grund, dass viele Staaten, darunter auch die USA, Österreich, Israel, diesem Pakt gar nicht beitreten, weil sie sagen, wir sind ja nicht verrückt und geben nicht das letzte bisschen Souveränität unserer Selbstverwaltung aus der Hand. Und genau das wird passieren. Wir geben die Hoheit über die Frage, wer zu uns kommen darf und wer nicht, ab.
an Leute, die mit Deutschland gar nichts zu tun haben. Das sind nämlich genau die Leute, die kein Europa wollen, die die Völker und Kulturen einebnen wollen, denen es eben nicht um Europa geht, sondern denen es um den EU-Moloch geht, wo Völker und Kulturen keine Rolle spielen, wo es nur hier um Penunzen geht, wo es nur darum geht, die EU zu einer, ja, man kann sagen, Diktatur auszubauen, um die Völker zu knechten. Dieser Migrationspakt ist tatsächlich, ich habe das mal etwas neckisch formuliert, aber dieser UN-Migrationspakt ist durchaus das Ermächtigungsgesetz der Asylindustrie. So kann man das durchaus bezeichnen. Also man kann sich dann auch gar nicht mehr wehren, wer da hineinkommt. Ne? Wenn er einmal unterzeichnet ist, wie gesagt, man sagt zwar, der sei unverbindlich, aber wir Deutsche wissen ganz genau, wenn wir auch so etwas mal maßgeblich mit auf den Weg gebracht haben, dann halten wir uns natürlich auch dran. Und Merkel muss weg, ist ganz klar. Merkel ist ja quasi auch schon auf dem Absprung. Das Problem ist nur, wenn Merkel weg ist, wird Merkel Politik bleiben. Egal, ob da in Spahn eine AKK oder ein Friedrich Merz, der ohnehin die Brücke in die USA bildet, Atlantikbrücke, die Politik wird bleiben. Und deswegen muss nicht nur Merkel weg, sondern diese gesamte volksfeindliche Politik muss weg. Wie schaffen wir das, die Bürger auf unsere Seite zu bewegen? Das funktioniert nur, wenn man eine sympathische Anbindung an den Bürger erreicht. Ja, mit schlauen Flugschriften schaffen wir das nicht. Wir müssen die Hürden von uns zum Bürger abbauen. Er muss uns erleben, er muss sagen können, die von der NPD, das sind gar keine Menschenfresser, sondern die sagen im Grunde genau das, was ich denke. Und die sind sympathisch, die haben Ahnung von dem, was sie reden. Die reden zwar Klartext und sind vielleicht radikal, aber die meinen es ernst. Und die werden auch das umsetzen, wovon sie reden, was die anderen eben nicht tun. Diese Schutzzonenkampagne, die ist ja auch ein gutes Beispiel, oder? Richtig. Die Schutzzone, die haben wir uns, die haben wir im letzten Jahr konzipiert, haben in der ersten Hälfte des Jahres 2018 weiter darauf rumgedacht, sie ausgebaut. Und dann ist sie schlussendlich jetzt Mitte 2018 gestartet und wir haben es jetzt innerhalb von 3-4 Monaten geschafft, über 30 Trupps aufzubauen. Es kommen jede Woche neue dazu und auch der politische Gegner nimmt das inzwischen zur Kenntnis, dass es kein Strohfeuer ist, sondern eine Kampagne, die mittel- und langfristig Bestand haben wird. Wir werden die jetzt weiterhin ausbauen. Sie mündet ja dann schlussendlich auch in unserem Europawahlkampf, der unter dem Motto steht, Festung Europa, Schutzzone Deutschland, weil wir sagen, wir als Europäer haben nur dann eine Chance, wenn wir das, was uns ausmacht, auch schützen. Und schützen heißt, dass wir die Grenzen dicht machen müssen, dass wir unsere Völker und unsere Kulturen vor dem, was uns von außen droht, schützen. Also gibt es zwei Möglichkeiten für Europa in 100 Jahren, oder? Richtig. Es gibt einmal, diese Wahl haben die Bürger. Sie können sich entscheiden zwischen dieser EU, die wir jetzt haben, die dieses Europa überhaupt nicht will. Diese EU will den Brüsseler Moloch, der im Grunde auch der Untergang der europäischen Völker und Kulturen bedeutet. Diese EU steht für die Entwicklung, die wir derzeit erleben, nämlich Chaos in unseren Städten, auf unseren Straßen, Vergewaltigungen, illegale Grenzübertritte, all das repräsentiert diese EU. Und diese EU wollen wir eben nicht. Und das ist die zweite Option, die wir vertreten, die Vision, die wir haben. Das ist nämlich ein Europa der Vaterländer, ein Europa, das genau das in den Mittelpunkt rückt, was auch dorthin gehört. Nämlich die Vielfalt Europas, die Kulturen und die Völker, das, was Europa ausmacht und das, was meiner Ansicht nach schlussendlich auch zum Frieden in Europa beitragen kann. Dass die Völkerfamilie, die europäische, wieder zusammenrückt und dort zusammensteht, wo es notwendig ist, nämlich wenn es darum geht, die eigenen Werte, die europäischen Werte, wenn man die mal so bezeichnen will, nach außen hin zu bewahren, zu schützen. Also, und dazu gehören natürlich auch wir Deutsche, auch wir haben ein Recht darauf, uns zu verteidigen und unser Volk zu verteidigen. Ja, Herr Franz, dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch. Dankeschön. Gerne.